bien, bravo. ¡Soli! Yeah.
Also wenn man es von Seite Radfahrer anschaut, ist sicher die Höhenmeter, das Technische. Es hat wie ein BMX-Park gut drin gehabt, es hat coole Sachen drin gehabt, aber trotzdem knackige Aufstiege mit vielen Kurven. Und das macht es einfach ziemlich speziell hier oben. Es ist schon immer so ein 2-3-Kampf gewesen, an der Spitze, am Schluss muss er sogar vorne weg, das zweite Überziehung. Was ist denn kurz vor Schluss passiert? Ja, wir sind beide ziemlich im Anschlag gefahren, würde ich sagen. Und da passieren manchmal Manöver, die man vielleicht irgendwie nicht ganz so machen würde. Er hat vor einer Linkskurve ein bisschen früh und ein bisschen frech reingezogen, aber das gehört zum Rennen. Und ich war vielleicht auch nicht ganz so gefasst auf das Manöver. Und dann bin ich dort hier gestürzt. Aber schlussendlich ist das Rennen und das gehört zum Rennsport. Und es war vielleicht nicht ganz fair gewesen, wenn man es von außen betrachtet. Aber schlussendlich hat der Stärkste gewonnen. Ob fair oder nicht fair, aber auf jeden Fall wunderschön war das Wetter da, das Baden auf dem Balldeck. Was macht für dich die Cyprocross aus, jetzt schon nach dem zweiten Jahr? Ich würde mal sagen, die perfekte Organisation, die coole Strecke und eine super Atmosphäre und genial viele Zuschauer. Und was darfst du von Lukas Brücke jetzt für Ritz erwarten da auf dem Balldeck? Ja, ich meine, letztes Jahr dritte, dieses Jahr zweite. Ich hoffe, nächstes Jahr kann ich nochmal eins aufsteigen. Wünsche mir viel Glück, danke. Danke vielmals. Merci vielmals. Danke.